Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Na gut. Wo geht's denn hier? Welcome. Das sieht aus wie die... Edna is welcome. Oh. Ich hasse diese Dinger. Wie tief geht das hier eigentlich runter? Ah, die Küche. Ach du Schande, ist das groß und unübersichtlich. Ein Topf. Ah, heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Was ist Wünsch dir was? Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Wie wär's mit Ketchup? Hui, das wird lecker. Wie wär's mit Senf? Hui, das wird lecker. Wie wär's mit Polizei? Dies ist nicht der Schmelztiegel des Verbrechens. Oh, Edna, wie wär's mit Cornflakes? Das klappt so nicht. Ja, das hast du auch schon mal gesagt. Kann ich den Topf mitnehmen? Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Ich könnte mich in die Freiheit kochen. Wie? Mit ordentlich Knoblauch. Ja, dann stimmt das. Der kommt mit. Okay, ich habe einen Topf. Kann ich mir einen Topf Wasser holen? Der ist sauber genug. Das sagst du. Nein. So. Hui, sieht aus wie ein Psycho. Handtücher. Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Pfanntücher. Okay, du bist offensichtlich nicht begeistert. Asbestbeschichtete Topflappen. Die ich mitnehmen kann. Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Das darf doch nicht sein. Dann würde ich sagen, es wird Zeit für Ketchup. Und Senf. Und einem Stift. Der Kugelschreiber schreibt nicht auf Frotti. Verdammt. Sonst hätte ich Harvey längst das Tattoo gemalt, das er sich so wünscht. Was für ein Tattoo ist das denn, Harvey? Ich finde es schön, dass die Küche unter diesem Folterraum ist. So weiß man immer, wie lange das Essen noch am Kalten wird. Oh mein Gott. Speiseplan. Was sagt denn der Speiseplan? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Ah. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch-dir-was- und okay, hier, aber noch- das heißt, da müssen wir vermutlich bestimmt noch mit interagieren. Ah. Projizieren? Ah. In einen tollen Raum. Siggi Freud, würde ich sagen. Der Beste, der Größte, der Patron aller Besserwisser. Siggi Freud. Ich habe mal geträumt, ich sei ein Stift. Ich habe alle Gitter und Mauern dieser Welt in Schutt und Asche geschrieben. Danke, Siggi. Deinetwegen gibt es Psychologie. Deinetwegen bin ich hier. Ja, schleicht die. Sonst gebt ihr Siggi paar Watschen hinter die Gorschen. Danke. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tube Senf. Die extra scharfe Sorte. Mir tränten die Augen. Oh. Je stärker die Tränen flossen, umso bitterer wurde der Geschmack. Oh Gott, das sind traurige Träume. Ich habe mal geträumt, ich sei eine Tomate. Jemand warf mich. Ich traf einen Frosch an der Brust und zerplatzte schreiend. Buh-Rufe. Dann war alles rot. Und dann weiß. Oh Gott, was für Träume die hat. Ich habe mal geträumt, ich sei ein bewachter Milchtopf. Sie dachten, ich würde nie kochen. Sie haben sich geirrt. Ja, aber das ist ja bei Milch, ne? Man wartet und im Moment, wo man wegguckt, ich habe mal geträumt, ich sei ein Topflappen. Ich konnte alles anfassen, egal wie heiß es war. Kerzen, Kaminfeuer, die Sonne, von der Treppe fallende Kinder. Ich habe mal geträumt, die Polizei würde nach mir suchen. Ich habe mich unter einem weißen Laken versteckt, bis ich mich selbst nicht mehr wiederfand. Oh, dass sie verloren im... Das klappt so nicht. Was ist mit den Cornflakes? Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby Digital zu träumen. Das ist ja unbrauchbar. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Kinder da jetzt und so... Ich habe mal geträumt, ich sei ein Poloschläger. Ich poloschlägerte arglos vor mich hin, als ich plötzlich merkte... Ich bin ohne Hose zum Polospiel gekommen. Traurig, schlimm und alles. Das klappt so nicht. Ach ja, das klappt so nicht. Ich habe mal geträumt, ich sei kaputt. Das Uhrwerk guckte raus und die Federn und die Zahnräder. Und meine Krawatte war ganz rot vom auslaufenden Maschinenöl.
Das klingt gruselig. Harvey, was hast du dazu sagen? Was hältst du von Sigi, Hasi? Psst! Er hat mich doch nicht gesehen. Hast du etwa Angst vor ihm, Harvey? Ich schulde ihm noch Geld vom letzten Pokerabend. So, wer bist du? Sigi Jung? Der große Deuter Jung. Der sagt mir jetzt wenig, muss ich sagen. Uhu. Ich hatte neulich diesen ganz verrückten Traum. Kleines Mädel, ich habe Kaffeepause, wenn es genehm ist. Dann schlafe ich ja noch ein, wenn es immer bei mir ist. Ich spüre seinen hypnotischen Traumblick. Hui. Hui. Was hältst du von jungen Harvey? Ich finde, er ist ein Traumtänzer. Der Hans Kuck in die Luft der Psychoanalyse. Hat er nicht das kollektive Unterbewusstsein erfunden? Ja, kann sein. Ich war neulich mal da. Die Deko ist ganz cool und die Musik ist in Ordnung. Ansonsten ein echt lahmer Laden. Da treiben sich nur Archetypen und langweilige Allerweltspsychosen rum. Oh Gott. Diese Stimmen, wie ich habe mal geträumt, ich sei kaputt. Das Urwerk. Okay. Der Groß. Der. Und du, hässlicher Mann? Ein geschöntes Bild von Dr. Marcel. Geschönt, sagt sie. Also geschönt klingt für mich wie. Oh. Ich hätte mit mehr gerechnet. Zum Beispiel sowas. Oder sowas. Sehr gut. Das ist doch schon mal besser. Buh! Rufen Sie Buh oder Buhrns? Also ich hab Buhrns. Was hältst du davon, Harvey? Pui. Türschild. Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz kaputten hin. Ja, aha. Okay, sehr informativ. Kann ich da rein? Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Ich meine, ist Poki hier? Der in seinem eigenen Spiel ist. Das ist so Meta. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Danke. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Alles mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Okay. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Der braucht die schon. Das stimmt, das stimmt. Was sagt denn Captain Unbrauchbar? Da besteht überhaupt keine Ähnlichkeit. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, in Dolby Digital zu träumen. In diesem Bild putzt nützlich Boy das Klingelschild vom Tiefparterre-Cave. Gut, die Eule ist süß. Hier oben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir müssen... Hier runter können wir noch. Oh. Ah, Dr. Marcel steht da und da ist eine Pinnwand. Nur der obligatorische bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. Na, dann wird es Zeit, noch was dazu zu ergänzen. Nur der obligatorische... Eine Tür. Okay. Unten? Säcke. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Dann machen wir sie interessanter. Noch ein bisschen interessanter. Noch ein bisschen interessanter. Eine Waschmaschine. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Oh ja. Heute ist nicht Waschtag. Wann ist ein Waschtag? Heute ist nicht... Okay, wollte mal noch gucken, bevor ich mich jetzt hier weiter umschaue. Was?
ob wir alles im oberen Bereich haben. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Dann würde ich sagen... Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Das ist ja kaum zu glauben. Kann ich Besteck mitnehmen? Warte, kann ich Besteck mitnehmen? Mal sehen. Was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer. Nimm mit. Und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Glauben. Nanu? Kein Löffel. Na, die muss... Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Kann ich die mitnehmen? Habe ich jetzt Messer und Gabel? Ich habe Messer und Gabel. Kann ich die mit der Hintergrundgrafik verwenden? Ich habe nichts, was so nass wäre, dass ich es nicht auch an meinem Nachthemd abwischen könnte. Moja. Ich habe nichts, was so nass wäre, dass ich es nicht auch an meinem Nachthemd abwischen könnte. Sachen? Okay. Weil ich weiß, das ist auch etwas, was ich weiß. Man kann auch mit der Gabel die Pflanzen punktieren. Warte. Warte. Wir müssen irgendwie noch den... Wir haben doch noch diesen Dude hier, warte mal. Den hatten wir doch ja noch die ganze Zeit. Wo ist denn der? Wo war denn der? Hier. Oh, oh. Da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ja. Schon was zum Tor, Gottes Donners gehört. Ich bin niemand, ignoriere mich einfach. Ignorieren, das sollte mir leicht fallen. Verhalte dich aber auch entsprechend, okay? Okay. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Warum nicht? Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Ein Jahresvorrat? Dann nehmen wir doch einen mit. Ich durchwühle doch kein... Ach ja? Ich wollte... Okay. Da ist nur ein... Ich dachte, ich wollte einen mitnehmen. Da ist nur ein... Die aus... Oh Gott, ich habe einen mitgenommen. Sehr schön. Hey, Spaghetti-Pizza! Das klingt nur bedingt lecker. Aber schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Lass uns doch ein bisschen Wasser mitnehmen. Leer. Verdammt. Wer? Der Wasserspender? Okay, Richter. Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich? Wirklich nicht. Warum nicht? Ich hatte schon viel zu viel. Hattest du? Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Warte mal. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber? Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Ja, wer sollte denn ausbrechen? Bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Wow, das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Spaghetti-Pizza ist übelst lecker. Ich hab's ja noch nicht probiert, muss ich gestehen. Ja. Ich bin als Kind in den Kessel gefallen. In welchen Kessel? Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Und dann? Du bist schon komisch. Ich hab den Spaghetti-Pizza noch nicht probiert. Ich klingt nur komisch. Geh doch einfach. Ich pass so lange auf. Hey, das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Sondern? Das hätte ich auch nie gedacht. Ich habe das als Kind zuletzt gegessen. Spaghetti-Pizza hast du das zuletzt gegessen? Wieso zuletzt? Apropos Wasser. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Stopp. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Hin. Und zurück. Husch. Aufhören. Husch. Seitdem ich keine Spaghetti... Ach so. Ich habe noch nie welche gegessen. Wusstest du, dass wir auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Hör endlich auf, über Wasser zu reden.
Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Okay. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Typ, bitte. Tut mir so leid. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Oh, das tut mir so leid. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Warum Plitsch, nicht? Plitsch, platsch? So sadistisch. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Na, ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la, 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufäudeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcher, pitcher, pitcher. Jetzt hat endlich die Klappe. Ich glaube nicht, dass wir ihn bemalen oder mit Ketchup ankleben können. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf. Wir können es aber gleich mal probieren. Reden. Ich will die Dialoge erst mal fertig machen. Du kannst dir nicht machen, vorstellen, was so da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Oh mein Gott. Kudos an die Synchronsprecher. Kudos an dich, die Wut und die Verzweiflung, wenn man so richtig raus. Setz mal Fetisch. Setz sie auf Fetisch. Okay. Hast du Waterworld mit Kevin Costner guter gesehen? Film. Guter Film. Endlich. Ist ein sehr guter Film. Über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von. Nein. Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Wenn man schon aber sagen musst. Soweit das Auge reicht. Nein. Wasser. Wasser. Okay, ich bin der Blase nicht gewachsen. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Ja. Ich lass dich dann mal wieder allein. Ich wollte was probieren. Dann tu das bitte auch. Und zwar wurde sich gewünscht, dass wir Ketchup auf dich anwenden. Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Okay, das ist ein Argument. Vielleicht kann ich Ketchup hier reinfüllen. Fast! Kann ich Ketchup Senf reinfüllen? Fast! Kann ich den bemalen? Gut. Kann ich dich bemalen? Der schreibt noch. Achso, hier ist ein Argument. In diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar die Herrentoilette. Und hat er sie gefunden? Apropos. Yippie! Lass uns hier drin eine Überschwemmung verursachen. Ach, Harvey. Der Wasserspender ist doch ganz leer. Oh. Ach ja. Okay, wir müssen also irgendwie jetzt von ihm... Oh Gott, ich wollte ihn nicht mit der Gabel erstechen. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ja,
Ist das der Generalschlüssel? Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Mhm. Welche nicht? Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Oben in seinem Büro? Gerade als der Doktor drinnen war. Unheimlich, nicht wahr? Hm. Ich habe eine Gänsehaut. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!